gut, das ist alles. Ja, gut, das ist alles. Ah, der Krug war schon wieder da. Ach. Ja, Mensch, ich komme ja schon. So, machen wir auf da. So. Komm rein da. So, machen wir wieder zu da. In echter drei nicht. Servus. Servus, Fritz. Das hier ist Sebastian. Mei, was hupst denn du immer so umeinander in der Wolle früher, hey? Ja, erst. Was soll ich machen, wenn das da alles so ist? Ja, ich hab dich ja eh gesehen. Ich hab grad mein Frühstück genossen im Garten. Hab grad das Feuer ausgehen lassen. Hab grad im Wasserkübel drüber geschüttet. Ah, ja, mei. So, der Franz ist noch immer weg, gell? Ja, ich weiß auch, was mit dem los ist. Ich sag's dir, das war dieser scheiß Biobauer dahinter. Ganz komisch, seitdem der da seine Halle baut hat. Ich habe nichts mehr von ihm. Ich weiß nicht, hat der Franz unter Tallinn geschirbelt oder was? Ich weiß nicht. Ist da. Das ist jetzt, haben wir mittlerweile Ende August, hey. Wann hat der Koffer seine Halle baut? Mai? Anfang Mai, Ende Mai hat er angefangen, ne? Ja, der Franz ist jetzt seit Anfang Juni weg, ne? Das ist eine ganz komische Sache da. Sein Auto ist ja mittlerweile auch abgeschleppt. Hat er auch nicht auf seinen Hof stehen gelassen. Eine Frechheit, lässt einer sein Auto abschleppen, ey. Scheiß Biobauer da. Naja. Sonst so. Ja. Du kennst ja meinen Sims 7710er von dir, gell? Ja. Gut, halt rum, das geht jetzt weg. 20.000 Betriebsstunden. Schaut, 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 das Teil. Ja, es war super drum eigentlich, aber was die der Zeit. Ja. Naja, können wir mal gleich Mittag, gehen wir mal gleich hinter in die Werkstatt. Ja. Ich habe gestern Ölwechsel gemacht bei meinem CI. Ja. Und gestern noch Mist gestrahlt und angefangen zum Ackern. Machen wir mal auf da. Ja, steht da noch Rinder. Und gestern eh wieder alles fertig gemacht. Haben wir heute halt einen Ölwechsel wieder gemacht, ne? Ah, ja, ich hoffe, dass der noch lang hätte. In einem sehr coolen Zustand, muss ich sagen. Naja, sein Pflege ist schon lang. Aber gut, hat er auch erst. Hat er auch noch nicht mal ganz 12.000 Betriebsstunden, gell? Mach ja relativ viel miteinander, ne? Eine doch relativ ausgeglichen mit die PS. Sag mal, welcher Depp hat denn das Licht brennen lassen? Na, das muss ich nachher Oh, noch. weh. Ah, den brauche ich nachher eh gleich. Jetzt gefreut es mich auch nicht, dass ich es ausschalte. Naja, gut, kann ich gleich offen lassen. Ja, hier fahr dann mal dann noch. Da können wir auch gleich aufmachen. Ist ja dann gleich wieder Simme, glaube ich. Ja, das Tor geht immer so schnell auf. Das ist noch schön. Das habe ich vor einer Zeit einmal geschmiert, seitdem geht das so schön auf da. Ich sage mal, seit wann fressen ist Krippen so viel? Da ist ja fast gar nichts Alle mehr gar da. nichts mehr. Ja, ich fuhr da zweimal am Tag. Jedes Mal, immer um Simme. Simme in der Früh, Simme auf die Nacht. Dann wenn fressen ist so viel, die Milchqualität wird immer schlechter und fressen tut's immer mehr. Gibt's nicht, ey. Da ein bisschen was liegt noch da. Naja. Muss ich wieder ein bisschen mehr Mineralfutter fuhren, hey. Und ich neulich mal. Und neulich wieder eine neue Bestellung gekriegt. Drei volle Paletten wieder. Der vom Schaumann, ja.
Also, ey, scheiß Wind, hey. Haut man da die Tier zu? Der nächste Mal darf ich es nicht ganz so gut schmieren, die Tier. Wenn es der Wind schon zu hat, dann steh ich mal um da. Gehst aussehen. Du kein Stress. Ja, das Lernen denken wir wir doch ja irgendwie. immer. Das denken wir ja immer, nur kein Stress. Naja. Mach ich da auch gleich auf. Da bleibt dieses Jahr lahe. Ja. Kartoffeln haben nichts gewonnen. Naja, gute einen Hoflohn, gute Einnahmequelle, alles weg das Jahr. Kartoffeln haben die Haupteinnahme von meinem Hof. Das wird eng das Jahr. Aber Wo ist nichts. eigentlich her nur hä? Muss ja Ja. durchschauen, nochmal knapp. Naja, Stroh ist jetzt wieder relativ gut da, ne, aber. Hei, da. Hei, schaut nicht mehr ganz so. Also. Das Hei ist Ja. relativ, ne. Sind jetzt halt noch. Ja, da haben noch. Sind, ne, 18, 26. 17. 26 Quallen haben sie noch, ja, das ist gar nichts mehr. Über den Winter gelangt es nicht noch. Muss ich noch mal schauen, dass ich noch mehr Gramm hinkriege. Aber das Problem ist, ich habe ja jetzt das erst gemacht, ne? Ja. Wenn man gut einen Wiesen hätte, kannte man, ne? Die habe ich ja die jetzt da gekauft. Ja, es ist so, wenn es rentiert, um das ganze Außerrahmen. Wegen meiner Will ich auch Wiesen. nicht wissen. Ich meine, einmal im Mai dieses Jahr eh noch, aber da noch mehr Gramm drüber kriegen. Ende September noch mehr Gramm hat. Das wird schon zack. Das kann nichts werden. So, kann ich dann den Depp, kann ich dann in Wolf, kann ich dann in Wolf ein bisschen Taschen Geld geben, dass es mein Fuß noch ein bisschen nachtrickert. Und so weiter Ja. geht, geht der hoffentlich eh bald pleite. Ungefähr. Nein, ich darf ja selber nicht reden, und ich habe die Einnahmequelle dieses Jahr gefüllt, aber ich gehe lange nicht pleite. Du bist ja eh nur sehr stabil unterwegs. Ich gehe lange nicht pleite, ich investiere ja nicht so deppert wie der Wolf. Was der investiert und im Endeffekt kriegt er nichts. Ne, für was hat sich die einen so einen 700er gekauft? Da Ich ist. muss da, was du hörst, was ein Mais gesehen. Ja, da ist wild schon. Ja, Da, ich glaube, das ist ein bisschen ich deppert. glaube, da ist ein blöder Hund ein bisschen durchgerannt und der wild so, ne? Ja. Wenn man dem geschieht's recht. Hat der Fahrer schon mit dem Wüste an der Hand. Ich meine, gut. War bei mir das Gleiche, ne? Ja. Bei mir haben auch die Wildsau in Kartoffeln ruiniert, aber. Tja, bei ihm ist die Einnahmequelle futsch. Bei mir, ich halte mich noch gut, weißt. Aber bei dem ist wohl auch die Stadt momentan dahinter. Der hat wohl ein bisschen illegales Chiptuning gemacht. Ja, Und da stehen dann schon Zitzling. aufpassen oder was? Ja, und warte mal, wie viel werden drauf auf der Platten? Ich glaube 70 werden drauf. Warte mal, wie viel haben sie in der Reihe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nein, 10, na 50 werden drauf. Das heißt 100, ja, 100 haben sie. Ja, 100 Kiefer, 100 Kiefern haben Schaut eh nicht schön aus. sie. Ja, bisschen noch Forsten. Fällt ja jetzt da doch ein bisschen was vom Sturm letztes Jahr, ne? Aber ich werde auch heuer schauen, dass ich wegen einer Schlag fertig bin. Dann Ja. mal schön wieder aufpassen, dass der Wald wieder schön wird. Ja, weil mir fällt ja so viel vom Sturm letzten Winter, ne? Ja, aber brutal der Sturm. Da hat's mir Ah, jetzt. so viel Kreis. Ja, mir hat's das Dach da oben auch abgerammt, gell? Wirklich? Ja, da, das ganze Dach. Da, wenn's. Okay, Ach, machen wir mal auf da. Ich habe ja noch, ich hab ja wieder einen neuen Ding gekauft, aber da. Wenn ich ein paar Säcke Kunstdünger weggeschmeißen müssen. Und Saatgut habe ich auch eine ganze Reihe weggeschmeißen müssen. Die hat mir im Winter das halbe Dach abgerammt, da hat es komplett reingekriegt. oh,
Der hat mir alles so gerammt da. Ja, bei Naja. mir war es Gott sei Dank nicht, aber jeder Wengerl. Naja, bei mir. Mir hat es ja mein Steinding, was ich da oben habe, ne? Hat's mir ja fast alles weggerissen. Da hat es mir ja. Pff, weiß ich nicht, wie viel weggerissen. Ich weiß eh noch nicht, ob die 100 Dinger da reichen. Da haben wir ja so viel Festmeter Schadholz rausgeholt vom Sturm, das war ja brutal. Aber das war jetzt auch so ein. In meinem ersten Satz so lange dauert, dass das Zeug endlich wegkommt. Hey, kriegst du ja nicht gescheit weiter, das Graffi von Holz. Komplett hinig, das ganze Zeug. Jetzt Hast du heißt dann nicht mehr recht für da? er. Nein, jetzt heißt es so lange braucht, bis dass ich es weiterkrieg. Und jetzt hat es aber 3 Monate gedauert, bis dass die Setzlinge endlich da waren. Die haben gestern erst gekommen. Ja, und morgen oder so wird es wahrscheinlich um ins Aufforsten gehen oder übermorgen. So, jetzt wenn es wieder schön ist, jetzt soll es ja heute einmal regnen. Müssen wir mal schauen. Naja, gut. Immer noch was da, gell? Ich muss da schauen, dass ich mein Heino verrate. Ja, gut. Ich muss auch noch Kühe futtern, jetzt darf er schon sich mit sein. Ausmisten noch und dann. Ja. Dann gibt es immer was, ne? Hocken mal ja noch fertig. Na gut, dann ich mach da wieder auf, ne? Danke. Ja, passt. Servus. Bitte. So. Auch mein Klobanug auch auf da. So. Ja, das darf jetzt die Chance geht auch. Ja, ich bin mit seiner Hupen da. Da mache ich wieder zu, ich traue den Eicher nicht. Gut, ja, damit auch nochmal herzlich willkommen zur ersten Folge. Ja, jetzt da auf dem Eicherhof. Ich hoffe, die kleine Einleitung hat euch gefallen. Und ja, ich darf einfach sagen, wir machen jetzt noch eine kleine Hoftour. Und ja, dann schauen wir, was es noch zum Tragen gibt, ne? Gut. Dann fangen wir da gleich mal an. Da unser Mulcher da. TMC TDE 220, 2,20 m Mulcher. Ja, der hat immer recht viel Einsatz im Jahr. Geht auch bald wieder los. Genau, dann da noch Schneidwerkswagen. Passendes 4,20 m Schneidwerk zu unserem Drescher. Ist ein Deutz Starliner, da kommen wir dann noch ein kleiner drauf zu. Dann da noch Kreiselkombi, Rabe, ah, die ist auch schon gekratzt. Ah, ja, komplett gekratzt ist drum. Naja, und dann da noch Amazone DNA 3000 Super in Kombination immer. Natürlich kann man es aufeinander hängen. Aber da liegt noch das Hai, haben wir jetzt erst schon geredet drüber, da gehört noch was gemacht ist ja. Also halt dann auch geräumt. Ja, dann da noch der APV GK 300 M1. Ja, Grünland-Nossa-Gerät kann man aber auch zum Müllrettich sein und so hernehmen. Genau. Ja, dann da stehen dann noch ein paar Sitzling. Dann steht da unser Pickup. Ja, der steht, kann man da einer stehen, aber meistens steht unter Verein Himmel, solange es nicht gerade schief ist. So. Ja, waren wir ja gerade schon drin. Ja, da steht noch ein bisschen Zeug. Dann da Hoftankstelle. 4000 Liter passen da einer. Dann da Linde, Lindestapler mit die kurzen Gabeln. Schaufel haben wir auch noch dazu, zeige ich dann gleich noch. Das ist ein Linde H20 Stapler. Ja, dann da noch ein Rauch, Power, ja, pff, keine Ahnung, was genau für Bezeichnung der hat. Genau, Düngestreuer eben, Kunstdüngestreuer. Dann da noch Spritzen, pff, keine Ahnung, was das für Marken ist. Das ist irgend so ein Bullenmarken da. Weiß ich nicht, 15 Meter, der Rauch hat auch 15 Meter. Dann da steht noch ein bisschen Drahtsaat, gut, also Wurz. Genau, dann da noch ein bisschen Kunstdünger. Genau. Ja, das mal ein bisschen anderer finden, sonst habe ich immer einen Korn Kali. Ja, dann da noch ein bisschen Spritzmittel. Da haben wir immer. Haben wir immer so einen großen Tank, wie der eh mit Wasser aufgespritzt, der Tank hält immer 2-3 Jahre. Genau, ja,
Kicker PSA, keine Ahnung was für Marken, muss ich sagen. Was ich ehrlich gesagt nicht. Dann da noch ein Pöttinger Hit. Ach, gehen wir mal da. Das ist ein Vierkreisel, also Pöttinger Hit 4N ist meine, steht aber hinten drauf. Genau, dann da Krone Schwattro 365 auf 395. Genau. Ja, dann da Strohvorrat. Dann da noch die ja, Schaufel vom Findlinde-Stapler, ungefähr 2,5 Kubik gängen da rein. Dann da noch unser Frontlader-Traktor, Steirer, 975 Sisu, mit einem Quicke 3M Frontlader und einer Albut-Palettengabe. Dann liegen da, dann kommen da in den Bunker da meistens die Kartoffeln rein. Haben wir jetzt erst schon drüber geredet, die Kartoffelernte dieses Jahr ist ausgefallen. So, dann da am alten Heuboden herum liegen noch ein paar Heuballen vom also ein paar Kramer HD-Ballen vom dritten Schnitt letztes Jahr und ein paar Heuballen vom ersten Schnitt von dieses Jahr. Wir machen nicht mehr so viel HD-Ballen wie bestellt werden. Wir haben uns da fixe Abnehmer dafür und so viel wie bestellt werden, so viel machen wir. Die vom dritten Schnitt, die haben nicht geholt worden und die vom ersten Schnitt, die werden erst im Winter geholt. Genau, die für den dritten Schnitt, letztes Jahr müssen wir halt noch selber verfuttern oder irgendwie weiterkriegen. Dann haben wir da noch unseren Acromarsch 3-Storer Pflug. Ja, auch relativ neu sogar, ist vor 3 Jahren neu gekommen. Dann da der Rabe Grupper, den habe ich neulich einmal überlackiert im Sommer, einmal, wie ich mal Zeit gehabt habe, aber der ist schon irrsinnig alt. Der ist schon seit vielen Generationen am Betrieb. Ich bewirtschafte den Hof jetzt für die, was interessiert, in der sechsten Generation. Dann da noch ein Bauer Fastel, 8 Kubik, 8,5 Kubik, genau. Ein Möscher Verteiler. Ja, jetzt haben wir aktuell 2023. Auf die Felder, Bestand rein dürfen wir ja schon nicht mehr. Auf die Wiesen dürfen wir aktuell noch. Das wird aber auch nicht mehr recht lange anhalten, leider. Jetzt mach auf da. Ne, dann gehen wir gleich da rein. Klemmt schon wieder die Scheißtier. Jetzt aber. Genau. Da unser Welger Wagen, der ist aktuell noch ohne Bordwand auf der Seite. Warte mal. So. Genau. Da haben aktuell die Bordwand weg, wegen am Ballen fahren. Aber da haben wir auch noch zwei Bordwände für den. Das ist dann ungefähr 8 Kubik Wagen. Genau. Oder 8 an einem. Dann da noch unser Holzzaun von Fliegel. Dann da noch unser Sämaschine zum Kartoffelsamen. Genau, das ist das, keine Ahnung, Bullenmarken, was weiß ich. Genau, dann da einmal drüber, so. Ja, das gleiche ist mit der Maislegemaschine, das ist auch irgend so Bullenmarken. Sind beides 2 Meter, also 2 Reihen halt. So, jetzt geht es auch wieder zu, da ist da. Haben sie erst ein bisschen schmieren müssen, wie die 40 auch drauf, genau, da habe ich auch gleich aufgemacht. Da steht noch unser Stratmann Achsenwagen, ist ein Stratmann SCK 802, ist auch ungefähr 8 Tonner. Dann da steht noch ein Bandsaug, ja, die wird ganz selten hergenommen. Genau, so. Warte mal, dann machen wir da gleich zu, so, machen wir so. Gehen wir da gleich durch. Gehen wir da hinten rein. Genau, da steht, da ist noch die Werkstatt, Kompressor noch, da die Werkstatt. Genau, dann da noch unser AEB Motormäher. Hat auch gut 2 Meter der Balken von drauf. Dann da noch so ein kleines Gewichtel, ungefähr 900 Kilo dürfen wir jetzt haben. Dann da unser 3Nenner C, ist unser Grästertraktor auf dem Hof. Ja, genau. Dann da ja hinten weiter mit unserem Heckmähwerk. Also Böttinger AM, lassen wir nichts Falsches sagen, 323S. Genau, ja, das steht da. Dann da unser Deutz-Forst Starliner 4045H. Da haben wir jetzt erst Schneidwerk dazu schon gesehen. Genau, der steht da ja hinten noch. Dann da noch ein Kircher. Pressland Lade Frontladerschaufel. Auch gut. 2 Kubik gängen da rein. Und dann da noch unser Farmdech. Miststrahl. Da ein Treffen noch dreckig. Haben nämlich gestern erst Mist gefahren. Das ist ein Farmdech. Steht das irgendwo drauf? Puh, steht nirgends drauf. Ja. Keine Ahnung, ja, steht nichts drauf. Genau, dann da waren wir schon drinnen. Dann da noch rechter alter.
Case International 5.23 mit einem Schultmecker Vertigo 120 Futtermischwagen, genau das ist Futtermisch gespannt. Und dann da noch der Eicher 3066. Boah, steht immer im Steuer drin. Mit dem Schlepper 3 gefahren dran noch. Genau, dann gehen wir da jetzt eben raus noch. Da steht auch noch ein bisschen was. Ja, die Tore habe ich neulich einmal geschmiert, die habe ich gegangen gut. Steht da zum einen nur so ein Eigenbauballenspieß. Einfach da so einen langen Spieß dran und unten noch zwei kurze, zum das herhält. Ja, und dann da noch unser HD-Ballenpress. Da ist eine schöne Plane drüber. Und ja, die wird tatsächlich noch hergenommen. Glaubt man fast nicht, aber die wird noch hergenommen. Genau, damit pressen wir eben die HD-Ballen nur die, was wir abnehmen haben. Genau, soweit der Hof, mehr ist nicht. Und dann ist mir gerade noch eingefallen. Ah, da können wir jetzt auch nicht rein. Das Fassel da vorstellt, einen Moment. Ah, da gehen wir da gleich rein. So. Passa. Genau, dann haben wir da noch unsere Kühe. Das sind braune Swiss-Kühe. Genau, die haben wir da. Das sind 45 an der Zahl. Ja, die haben da einen schönen Auslauf. Ja. Relativ gut der Boden, genau da stehen noch ein paar Silberballen. Ja, da drinnen, wo der Stadtmann gestanden ist. Nein, aber ihr habt euch alles seiner gehabt. Deswegen liegt es ein wenig da. So, drüber da, ja genau, da steht noch ein Mineralfutter eben. Genau. Da, wo der Stadtmann drinnen steht. Ja, jetzt geht's da eh auf, jetzt können wir es nochmal gleich aufschieben. Da haben wir drei Silos. 50.000 Liter, also 50 Kubik gehen da ungefähr rein. Ja, sind recht breit. Trauen tue ich mir es nicht, das ist ganz auch viel, aber gut, so viel haben wir eigentlich auch nicht. Genau, da können wir eben drei Sachen nicht lagern. Meistens brauchen wir aber eh nicht dazu. Und dann da noch das alte Drahtzello, ja, das nehmen wir nicht mehr her. Das gehört auch einmal wieder herkriegt, dass man das wieder hernehmen kann. Wollen wir auch schon überlegen, ob wir es einmal wieder herrichten, aber dabei brauchen wir es eh nicht. Genau, ich würde sagen, ich glaube, es gibt es noch jetzt. Ja, ich mache euch jetzt, glaube ich, einfach nur schnelle Timelapse vom Futtermischen und vom Kühlfutter nehmen. Ja, und dann sehen wir uns dann noch mal. Bis später.
So, wir sind wieder da. Ja, jetzt habt ihr Timelapse vom Kiefer gesehen. Ja, so funktioniert das Ganze bei unserem Betrieb. Heute ist eh vor Ort, das haben wir immer gleich mit Stapeln. Und dann fahren wir noch unten aus mit dem Eicher und holen einen Zellerballen. Ja, funktioniert immer ganz schön. Auch immer schön einmal in der Früh einmal unten fahren mit Eicher und einen Zellerballen holen. Genau, Stroh, also Einstrahl haben wir jetzt nicht. Das reicht jeden zweiten Tag. Genau. Damit würde ich sagen, war es das auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Servus, pfiat euch.